In Handschellen Influencer Andrew Tate und sein Bruder erscheinen vor Gericht in Rumänien. Und zwar gab es dann jetzt auch einen Bericht vom Stern. Weiter, der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate bleibt in Rumänien in Haft, ein Gericht. Und jetzt ziehen wir uns noch das Video rein von dieser ehemaligen Mitarbeiterin. Subiectul despre care vreau să vorbesc acum cu voi este... Also über den sie jetzt reden möchte, ist Andrew Tate. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Genau. Und zwar... gibt es neue Infos von dem Bruder Andrew Tate und ich habe mir gedacht, dass wir uns die mal hier zusammen jetzt zu Gemüte führen und einfach mal gucken, was abgeht. Aktuell bei dem Bruder, der wurde anscheinend vor den Haftrichter geführt und hat einen Antrag gestellt auf vorzeitige Entlassung. Das Video gucken wir uns jetzt erstmal gleich an, dann lesen wir uns einen Bericht durch und dann gucken wir uns noch an, was ein ehemaliges Webcam-Girl von ihm auf TikTok gestern gepostet hat, glaube ich. Gestern war es gewesen, genau. Ich bin gespannt, wie das Thema weitergeht. Ich interessiere mich auf jeden Fall für den Fall. Und deswegen ziehen wir uns jetzt die Sachen rein. Ich habe gesehen, bei YouTube, in den Kommentaren bei mir, gibt es einige, sehr viele Andrew Tate-Hater, die sagen, wie kannst du einen Vergewaltiger verteidigen oder wie kannst du so jemandem Plattform geben, der Human Trafficking macht und so. Die Leute haben anscheinend immer noch nicht verstanden, dass die Vorwürfe im Raum stehen und deswegen in den Knast gegangen ist. Es steht noch nichts fest. Man sollte noch nicht so tun, als ob der schon verurteilt wurde, weißt du? Die Leute sind immer schnell dabei, Leute zu verurteilen und zu sagen, nein, guck mal, der macht das, der macht dies, der macht so, wie kannst du so jemanden verteidigen? Aber chillt mal eure Eier ein bisschen, wartet ab, was passiert, wartet ab, was für Informationen noch rauskommen. Und wenn man halt ein bisschen sich mit der Geschichte auseinandersetzt, dann hat man schon öfter gesehen, dass so Vorwürfe bei gerade den Leuten, die in der Öffentlichkeit auch Dinge ansprechen, die der Bruder angesprochen hat bezüglich System, Matrix, Staat, dies, das, bla bla bla, hat man schon öfter gesehen, dass Leute, Julian Assange auch zum Beispiel, Tupac, DMX, die alle hatten schon ähnliche Vorwürfe im Raum stehen. Und bei vielen ist im Nachhinein rausgekommen, dass das nicht der Fall war. Und deswegen sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe mir den Bruder vorher auch reingezogen, fand es gut, dass er Dinge ausgesprochen hat, die viele Leute denken. Ich bin selber so ein Typ, der das auch in der Vergangenheit schon gemacht hat und in der Zukunft auch weiterhin so tun wird. Ich stehe für das, was ich denke, ein und sage das auch in der Öffentlichkeit. Und ich werde jetzt so einen Andrew Tate nicht absägen oder sagen, dass er so und so ist, ohne genau zu wissen, was wirklich der Fall ist. Das war mir nochmal wichtig, hier an der Stelle zu erwähnen. Johnny Depp war zum Schluss auch unschuldig. So, rein in die Nummer. Also, das ist das Video. In Handschellen Influencer Andrew Tate und sein Bruder erscheinen vor Gericht in Rumänien. Ist unkommentiert, ist einfach nur das Video, was wir uns jetzt als erstes reinziehen. So, hier kommen jetzt erstmal zwei Mädels raus, die auch mit Handschellen verbunden sind. Und das sollen anscheinend Mittäterinnen von Andrew und seinem Bruder sein. Von den beiden habe ich noch nichts gehört, wer das ist, was da vorgeworfen wird und so, keine Ahnung. Und da kommt der Bruder Tate mit seinem Bruder Tate raus. Bart ist auf jeden Fall gewachsen ein bisschen. Und der Bruder hat auch einen Koran in der Hand, ja. Das ist mir dann auch aufgefallen, habe ich auch ein Video drüber gesehen, dass er da mit einem Koran an den Start gekommen ist. Ist ja zum Islam konvertiert, glaube ich, in Dubai drüben. Der ist am Smilen. Tristan ist am Smilen und am Winken. Und das war's schon, ja? Mehr Footage gibt's nicht. Und zwar gab's dann jetzt auch einen Bericht vom Stern, der das alles so ein bisschen zusammengefasst hat. Und den werden wir uns jetzt hier kurz mal durchlesen. Influencer Andrew Tate bleibt weiter in Untersuchungshaft. So, der umstrittene britische Influencer Andrew Tate und seine Brüder und sein Bruder bleiben in Rumänien in Untersuchungshaft. Untersuchungshaft, ja? Ein Gericht in der Hauptstadt Bukarest wies eine entsprechende Beschwerde der beiden als unbegründet zurück. Hier in dem Bericht wird nicht gesagt, was die für eine Beschwerde eingelegt haben. In den internationalen Zeitungsartikeln habe ich gelesen, dass die zwei Gründe vorgebracht haben. Einmal, dass Andrew Tate halt irgendwas mit der Lunge hat, deswegen war er auch im Krankenhaus gewesen, habe ich ja auch in den letzten Streams einmal erzählt. Der hat Lungenprobleme und hat darauf appelliert, dass sie ihn freilassen, damit er das überprüfen lassen kann und damit es nicht schlimmer wird. Und der zweite Grund war, dass die beide Kinder haben in Rumänien, um die sich gekümmert werden muss. Das haben die jetzt hier in den deutschen Berichten, habe ich ein bisschen durchgeguckt, so haben die jetzt nicht erwähnt, warum auch immer, aber das sollen wohl die Gründe gewesen sein, warum sie vor den Richter getreten sind und gebeten haben, freigelassen zu werden. So, wir gehen weiter. Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate bleibt in Rumänien in Haft. Ein Gericht in Bukarest wies am Dienstagabend einen Berufungsantrag gegen die verhängte Untersuchungshaft zurück.
Diesen sollen Tate, sein ebenfalls inhaftierter Bruder Tristan Tate und zwei mutmaßliche rumänische Mittäterinnen gestellt haben, wie rumänische Medien berichteten. Sie bleiben in Untersuchungshaft, bestätigt eine Gerichtssprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Andrew Tate und sein Bruder Tristan waren am frühen Dienstag in Handschellen und schwarzer Kleidung zum Gericht gebracht worden. Die vier waren wegen Verdachts auf Vergewaltigung, Menschenhandel und Geldwäsche Ende Dezember festgenommen worden. Unmittelbar danach hatte ein Gericht eine 30-tägige Untersuchungshaft angeordnet. Dagegen konnte Widerspruch eingelegt werden. Der Haftrichter ging von Fluchtgefahr aus und verwies auf die Schwere der ihnen zur Last gelegten Straftaten. Anwalt von Andrew Tate bestreitet Vorwürfe. Die Verdächtigen sollen junge Frauen dazu gezwungen haben, in kommerziell verbreiteten Sexvideos mitzuwirken, die laut Medienberichten in einer Villa im Dorf Voluntari bei Bukarest produziert worden sein sollen. Seit April 2021 waren die Tate-Brüder deswegen im Visier der rumänischen Ermittler. Der Anwalt der Brüder Eugen Vidinec zeigt sich zunächst zuversichtlich und gab an, es gebe keinen einzigen Beweis für den Vergewaltigungsvorwurf. Der Anwalt bestreitet auch die anderen Anklagepunkte. Und dann gibt es jetzt gleich noch ein Video von einer Dame, die damals wohl für ihn gearbeitet hat. Für die Leute, die ihn kennen, wissen ja, dass er damals so ein Webcam-Business am Start hatte, wo halt Frauen vor Webcams, kennt er ja die ganze Nummer, wo die vor Webcams halt sich ein bisschen ausziehen, Spielchen machen und so, Männer sich das reinziehen können, Geld spenden können und so ein Scheiß. Und eine Dame, die da mit im Team war, hat sich jetzt auf TikTok geäußert und das werden wir uns jetzt gleich auch noch reinziehen. Ich bleibe immer noch skeptisch, ich vertraue den Medien sowieso nicht, ich bleibe skeptisch und bin gespannt, was da noch rauskommt an Informationen. Oh Mann, deutsche Medien wieder am Start. Es gibt wirklich keinen einzigen Beweis, aber okay. FNF haben das Interview mit dem rumänischen Anwalt auseinandergenommen. Habe ich mir noch nicht reingezogen, Loco. Muss ich mir auch mal reinziehen? Ja, Medien, wir kennen ja die Medien. Wir wissen ja, wie das ist. Es überrascht mich auch gar nicht mehr an der Stelle. Oh, Intelligenz macht keinen guten Mensch. Das hab ich auch damit nicht gemeint. Ich meine, dass er eher intelligent ist. Und jemand, der intelligent ist, bringt sich halt nicht so dumm in so eine Lage rein. Weißt du, wie ich meine? Wenn du solche kriminellen Machenschaften im Hintergrund am Laufen hast, die ihm jetzt gerade vorgeworfen werden, dann setzt du dich nicht jeden Tag in einen neuen Podcast rein und erzählst da, weißt du? Und machst dich so fame, dass die ganze Welt dich kennt. Und im Hintergrund machst du Sachen, wenn die rauskommen, dann wirst du gefickt. So denke ich halt. Und jetzt ziehen wir uns noch das Video rein von dieser ehemaligen Mitarbeiterin. So, das Video ist, ich glaube, sie spricht Rumänisch, glaube ich. Und da ist ein englischer Untertitel für alle, die kein Englisch können. Für die bin ich am Start. Und werde das an der einen oder anderen Stelle einfach für euch übersetzen, damit ihr auch wisst, was da erzählt wird. Hello heißt Hallo. Also sie war lange Zeit Direktor auf Pelandava Prison, also Knastdirektor in Pelandava. 22 Jahre hat sie für das Gefängnissystem gearbeitet. Also über den sie jetzt reden möchte, ist Andrew Tate. Warum macht sie das? Weil sie denkt, dass er because I think what's happening is very unfair. Weil sie denkt, dass das unfair ist, was gerade hier passiert. Andrew ist ein spezieller Mann. Ein Mann, der Frauen respektiert und jeden nice behandelt, also gut behandelt. Ist auch so, dass die Leute, die ihn persönlich kennengelernt haben oder in Kontakt mit ihm waren, in der Öffentlichkeit immer wieder gesagt haben, dass er ein sehr respektvoller Mann ist. Ja. Sie hat mit ihm für eine Zeit zusammengelebt. Er hat sie wie eine Schwester behandelt und ihr sehr viel geholfen. Bevor sie dann aufgehört hat, gekündigt hat, hat sie anstelle dessen einen OnlyFans-Account gestartet. Also ist aus diesem Webcam-Business von ihm ausgestiegen und hat einen OnlyFans-Account gestartet. Er hat ihr anscheinend alles beigebracht, was sie wissen muss. Als sie dann Bukarest verlassen wurde und wieder zurück nach Craiova wollte, oder
nach Craiova Cu wollte? reușit să continui în Craiova. Nu a fost nicio problemă. Gab es kein Problem? Und er hat gesagt, dass sie jederzeit zurückkommen kann. Und hier hat sie noch einen Chat eingeblendet. I agree. It's all about priorities. If you need anything, I'm going downtown soon. Yeah, sure, thanks, Andrew. And I just want to let you know that I really appreciate that you're so understanding about my problems. Maybe one day I will come back. I need to get my life in order. Also, sie hat ihm bedankt nochmal für die Zeit, bla bla bla, dass er ihr geholfen hat und dass sie eventuell irgendwann mal wieder zurückkommen wird in ihrem Leben. Don't worry, take your time. In case you need anything, let me know. Or if you change your mind. Das heißt, er hat ihr nur das Beste gewünscht und hat gesagt, wenn du dir nochmal Gedanken machst und vielleicht doch wieder Bock hast, let me know. Mi-a spus că mă pot întoarce oricând, putem colabora și From a distance and everything was fine. Ja, also alles war okay. distanță și totul a fost ok. Nu cred că este genul de bărbat care Sie denkt nicht, dass sie der Typ Mann să aibă ist, nevoie, nu știu, să folosească forța pentru a der es nötig hat, Frauen zu etwas zu o zwingen. femeie. Este un bărbat frumos, carismatic. Er sieht gut aus, ist charismatisch und hat alles, was du als Frau haben möchtest. Are tot ce vrei, adică nu. Sie meint, er hat, also ich meine, er hat keinen Grund, irgendjemanden zu irgendwas zu zwingen. Ar avea de ce să recurgă la forță. Niciun model din casa aia n-a fost forțat. Niemand in diesem Haus wurde zu irgendwas Nimeni nu gezwungen. a forțat pe nimeni. Tot ce se spune el, eu cred că se... A fost forțat. Nimeni nu a forțat pe nimeni. Tot ce se... Everything that I say about him, I think, is because everything that is said about him, also alles, was über ihn gerade gesagt wird, ist ihrer Meinung aus folgenden Spune Gründen. el, eu cred că se datorează faptului că Er hat sehr viele mächtige Menschen, wie sagt man, upset nochmal, irgendwie sauer gemacht. deranjat foarte mulți oameni influenți prin faptul că este vertical și că a spus Weil er straight ist in seinen Ansichten, in seiner Weltanschauung, und er sagt, was er denkt und was er zu sagen hat. fix ce avea el de spus. Nu vreau să intru în teoria conspirației, dar în realitate Sie möchte nicht in Verschwörungen reingehen an der Stelle, mein Thema, aber in Realität. lucrurile nu sunt așa cum Glaubt sie, dass die Dinge nicht so sind, wie sie in den Medien, in den Massenmedien präsentiert sunt werden? ele prezentate în mass media. Înțeleg foarte bine ce se întâmplă. Sie versteht, was gerade passiert, Se aber întâmplă acum, dar nu este deloc, deloc cinstit. Și Was heißt unjust nochmal? Ich weiß nicht genau, was unjust heißt. And we should judge people after we get to know them. Wir sollten Leute erst beurteilen, wenn wir sie kennengelernt ar haben. trebui să judecăm oamenii după ce îi cunoaștem, nu după ce se spune despre Und nicht, wie sie präsentiert werden in den Medien ei. oder bei jemand anderem, von jemand anderem. Ungerecht, unfair. Auf jeden Fall war das eine ehemalige Mitarbeiterin von dem Bruder Andrew, die rausgehauen hat, wie sie so ihre Meinung ist von Andrew und wie so ihre Erfahrung ist im Umgang mit ihm und was sie denkt, was passiert oder nicht passiert. Das ist der aktuelle Status. So, was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Was sagt ihr dazu? Das würde mich mal interessieren. Ich bin gespannt, wie das Thema weitergeht. Ob er rauskommt, wann er rauskommt. Was passiert? Bin ich echt gespannt. Ich glaube, er ihr als den Medien sagt Fit for Life 91. Geschichte, Mr. Da Vinci sagt Geschichte schon ziemlich shady. Free Spirit sagt Free Tate. Loco 85. Der Grund ist, dass rumänische Staatsorgane korrupt sind. Es wurden Frauen nachweislich schon fünfstellig Summen geboten, um ihm Sachen anzuhängen und die meisten haben abgelehnt, weil sie ihn zu sehr mögen. Frauen haben sich für Tate statt für Geld entschieden. Ist schon ein Zeichen. Habe ich auch von gehört, ja. Untouchable sagt Free Tate. Laura sagt, er ist safe ein guter. Mr. Da Vinci, bei Assange hieß es, er hätte Frauen in Schweden. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Hat sich dann am Ende auch rausgestellt, dass das nicht so war, oder?